So, falls Welt 2 in diesem Hack existiert, wird dieses Video auf YouTube erscheinen. Falls nicht, nehme ich jetzt praktisch für die Katz auf. Also man kann zumindest schon mal da langlaufen, das ist gut. Aber das Level scheint auch anders zu sein, zum Glück. Also gibt's hier zumindest ein bisschen was von Welt 2 in dem Hack. Mal sehen, ob ich weiterhin in der Lage bin, nur levelweise Safe States zu setzen. Ist der ein alter Nervkopf? Mann, ey! Dass der Stern aber auch immer so kurz hält. Hey, da ist das Ziel. Boah! Da war ja noch einiges. Hoffentlich geht dieser Hack noch lang. Vor allem, hoffentlich sind die Levels arg genug geändert, dass es einen Unterschied macht. Was? Hier gibt's den Hammfisch? Toll. Die sind ja mal abnormal. Für ihr und euer Hammfisch. Den gibt's doch normalerweise nur in Welt 3. Da kann man ja gar nicht mehr oben lang gehen. Das heißt, man muss ins Wasser, aber da hat man doch keine Chance. Toll! Nein! Ach, so ist es wohl gedacht. Boah, das ist ja voll abnormal. Also das sieht schon mal schrecklich aus. Vielleicht werde ich für dieses Level ein Power-Up benutzen. Obwohl, man muss klein sein anscheinend. Der Geist hat's mir gezeigt, dieser Fiesling. Mann! Ugh.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich für das Level ein Power-Up benutzen soll. Aber ich glaube, es bringt nichts. Weil man nämlich an einigen Stellen klein sein muss. Und zwar hier in der Gegend. Hier ist noch nicht unbedingt, aber gleich. Nämlich für das hier. Obwohl, man kann unten lang, oder? Ja. Jetzt hätte ich ihn sogar ausgetrickst gehabt, diesen verdammten Bastard. Also ich glaube, ich mache das Level klein. Und guck halt, dass ich es so irgendwie schaffe. Was ist das denn? Toll. Jetzt erreicht es wieder Kaizo Mario-Niveau, sodass ich nicht mehr ohne Safe-States auskommen kann, habe ich so das Gefühl. Dieser Sprung, der ist doch unmöglich. Boah, ey. Was? Oh nein, es geht ja sogar noch weiter. Moment mal, da das ein Boss ist, mache ich einen Safe State. Gute Entscheidung. Ich habe nämlich beschlossen, dass vor einem Boss immer ein Safe State gesetzt wird. Boah, das war ja vielleicht mal mies, ey. Wieder ein Item, das man nur einsetzen kann, bevor man das Level startet. Das also ganz sinnvoll ist. Boah, voll das super Item. Wird natürlich verböllert. Und dann kommt jetzt das nächste Level, mal sehen, was da los ist. Ist das Level überhaupt geändert? Sieht nicht so aus. Ein kleines bisschen. Oh nein. Na klar, du alter Blödi. Nein, warum hast du nicht schneller gemacht? Das darfst du den ganzen Weg nochmal laufen, weil du so lahm warst. So, jetzt aber!
Ach, und da ist das Level einfach zu Ende. Und dieses Level liebt natürlich jeder Super Mario Bros. 3 Spieler. Was? Oh nein! Der kann ja gar nicht geradeaus nach oben werfen. Da kann er das, aber wahrscheinlich bringt es ihm nichts. Nee, scheint er nicht zu können. Warum kann der denn den Koopa nicht geradeaus nach oben werfen? Das kann der wirklich nicht. Boah, fast. Boah, eigentlich war das eine Berührung. Glück gehabt. Okay, ein Level mache ich in diesem Video, glaube ich, noch. Na klar, die wollen natürlich mal wieder nicht, dass man da hochkommt. Da ist bestimmt was drin. Ja. Yeah. Bist du so blöd, ey. Ja, Glück gehabt. Das ist eine neue Feder. Wieso bist du denn so blöd und verlierst die immer wieder? Okay.